Damen und Herren. Wir haben vier Solisten vom Schlager eingeladen, die auch ein bisschen Sport treiben und es da drin zu beachtlichen Leistungen gebracht haben. Hier sind sie unter dem Motto: Ein bisschen Sport, das kann nie schaden. Ein bisschen Sport, das kann nie schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, ob ganz privat, ob im Verein. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Und lassen Sie sich heute raten und machen mit, so wie wir vier. Warum denn rasten, rosten in dieser schönen Zeit? Man ist stets auf dem Posten, wenn man zum Sport bereit. Denn um sich fit zu halten, da braucht der Mensch nicht viel. Die Jungen und die Alten, sie trimmen sich im Spiel. Ein bisschen Sport, das kann nie schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, auch ganz privat. Ob im Verein, ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Und lassen Sie sich heute raten und machen mit, so wie wir vier. Was nützt das gute Leben, wenn man so gar nichts tut? Mal laufen, mal was geben, das tut dem Körper gut. Mal auf der Stelle springen, das nimmt so manches Punkt. Und froh ein Liedchen singen, ja, das ist auch gesund. Ein bisschen Sport, das kann nie schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, ob ganz privat, ob im Verein. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Und lassen Sie sich heute beraten und machen mit, so wie wir vier. Wir selbst, wir sind ein Beispiel, dass man aus eigener Kraft mit etwas gutem Willen auch sportlich manches schafft. Ob Tischtennis, ob Surfen, ob Kanu, Rollschuhlauf. Wer einmal mitgemacht hat, der gibt es nie mehr auf. Ein bisschen Sport, das kann nie schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, ob ganz privat, ob im Verein. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Und lassen Sie sich heute raten und machen mit, so wie wir vier. Drum wünschen wir hier allen bei Sport und Spiel viel Spaß. Ob draußen, ob in Hallen, ob in dem kühlen Nass. Dem Stress ein Schnippchen schlagen, im Alltags einerlei. Das muss uns doch behagen und jeder ist dabei. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, ob ganz privat, ob im Verein. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Drum lassen Sie sich heute raten und machen mit, so wie wir vier. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Ein bisschen Sport, das muss doch sein. Für die Gelenke, für die Waden, ob ganz privat, ob im Verein. Ein bisschen Sport, das kann nicht schaden. Das ist gesund, das macht Pläsier. Und lassen Sie sich heute raten und machen mit, so wie wir vier. Unsere Sportler, längster Gang. Ich fange mit der Jüngsten an, Andrea Jürgen, meine Damen und Herren. Und Andrea.
Sie hat wirklich Tischtennis im Verein gespielt und beachtliche Erfolge erzielt, ja? Ja, das stimmt. Oft gewonnen oder auch mal? Ja, es geht so. Tischtennis ist ja wie eine Steuererklärung. Es geht hin, es geht her und das meiste fällt unter den Tisch, gell? Das ist so ungefähr. Ich habe ja immer gerne so. Jetzt nicht mehr so viel Zeit dazu. Ja, ja, erstmal die Schule. Die Schule muss ja auch gemacht werden und dann kommen noch die beruflichen Verpflichtungen. Strengt das an? Fehlst du oft in der Schule? Nein, ich darf du sagen. Ja, sicher. Nein, das ist höchstens mal zur Hitparade. Zur Hitparade und dann sagen die in der Schule, sind die Mitschüler da begeistert, sagen, du kannst ruhig hinfahren, die Andrea, wir wollen das sehen, ja. Ach ja, die freuen sich helfen schon. Helfen da noch ein bisschen. Neidisch sind sie nicht. Sie ist so goldig. Sie hat jetzt gesungen ein Lied, ich habe Lampenfieber vor dem ersten Kuss. Ja. Es steht ja jetzt... Ich wollte ja nur das Lampenfieber nehmen. War schlimm? Nein, es war nicht schlimm. Also, es war nicht schlimm gewesen. Roy Black, er ist Wildwasser-Kanufahrer. Begeistert, ja? Und da gibt es einen echten Schein, oder was? Oder wie geht wahrscheinlich, das? Es gibt also sechs Wildwassergrade. Sechs Stufen, und der sechs ist der schwerste, der erste ist der leichteste. Ja. Und ich habe jetzt ein Jahr, mache ich es, und bin also beim schwachen Vierer. Es gibt also obere und untere Vierer. Ja. Und Vierer, und also ich muss sagen, das ist schon ziemlich kritisch. Ja, ich bin beim Fünfer im Kirschwassersport. Ich habe gestern 5 Kirschwasser Das war länger geübt. In der Lage gestanden. Machst du richtig so mitfahren bei Wettbewerben? Das nicht, aber ich fahre also zum Beispiel in den Alpen. Ich wohne ja in München und da gibt es also ein paar sehr schöne Wildwässer. Aha. Da gibt es den Rissbach oder... Ja, wir wollen keine Werbung machen, das kennt ja sowieso. Ja, das ist ein Bach. Ein Bach sowieso. Und da fährt man dann, sitzt in so einem Kanu, hat einen Schurz und man kriegt kein Wasser rein. Diese Eskimo-Rolle, die sollte man können, weil man sehr oft umfällt. Ja, das ist klar. Ja. Das ist, wenn man dann unten bleibt, ist das ja zu anstrengend für die Dauer. Ja. Ich würde sagen, ein Wembel dazu. Danke. Ich darf mich schön bedanken. Ja. Über eure beruflichen Meriten gilt nur zu sagen, dass ihr alle große Erfolge habt. Ich mich freue, euch beim Finale wiederzusehen.